Also, willkommen zum Vortrag 64 Gründe, Linux zu benutzen. Das ist also als Binärzahl. 1 Million Gründe habe ich dann doch nicht ganz auftreiben können, aber das ist, 64 ist ja auch eine schöne runde Zahl. Es ist generell so, ja, auf Linux zu wechseln, wenn man noch Windows benutzt oder auch teilweise Mac OS oder warum Linux toll ist, warum es schöner ist als Windows und teilweise auch so allgemein, warum freie Software besser ist. Das Programm, was ich zur Präsentation benutze, ist Semantic. Eigentlich habe ich es in KDesert erstellt, das gibt es nicht mehr. Ich konnte deswegen einige Sachen nicht mehr editieren, die inzwischen nicht mehr ganz aktuell sind. Das sage ich dann an der Stelle, sind nur zwei. Okay. So. Also ich habe einerseits Gründe, was ich für Gründe hatte, auf Linux zu wechseln, aber ich habe auch alle möglichen Leute gefragt, was sie so für Gründe hatten, auf Linux zu wechseln und habe dann die Sachen so eingesammelt. Da sind jetzt auch solche Gründe dabei, die für mich kein Grund gewesen wären, zu wechseln oder die für mich nicht relevant waren, aber was andere Leute dazu bewogen hat. Das einerseits, wenn von euch noch Leute Windows benutzen, der Platz ist frei. Wenn ihr noch Gründe braucht, auf Linux zu wechseln, kann es sein, um euch zu überzeugen, aber auch wenn ihr Argumente braucht, um eure Eltern, Geschwister und Freunde zu bewegen, auf Linux zu wechseln, könnt ihr da auch Argumente sammeln. Ein Grund für viele Leute, auf Linux zu wechseln, ist halt die bessere Sicherheit. Keine Viren, keine Trojaner, keine Dialer. Also wenn ich anderen Leuten irgendwie Computer einrichte und die keine Präferenz haben, dann mache ich das auf jeden Fall so, weil ansonsten habe ich als nächstes IT-Support, dass ich die Viren wieder entferne, wenn es Windows ist. Linux zu benutzen ist in vieler Hinsicht bequemer. Man muss nicht irgendwie ständig irgendwie einen Virenscanner laufen haben, man muss nicht den immer aktuell halten. Dadurch läuft es auch schneller, man muss nicht diese nervigen Updates dafür ständig durchlaufen lassen. Keine Firewall ist jetzt nicht ganz richtig, man kann unter Linux natürlich eine Firewall haben, das ist aber eine Konfigurationsdatei und das ist kein Programm, das in der Ecke läuft und hin und wieder ein Pop-up macht. Ich habe gerade folgenden sehr gefährlichen Scan abgewehrt und sowas, ich bin toll, ich bin wichtig. Und was auch bequem ist, man muss sich nicht, also wenn man unter Linux kann man halt so Sachen als Admin ausführen oder als Root und muss sich nicht die ganze Zeit als Admin eingeloggt sein. Es gibt bestimmte Dinge, die ich unter einem Windows, das nicht von jemand, also nicht von meiner Firma administriert wird, nicht tun würde, die ich auch niemandem guten Gewissens empfehlen kann. Verstehe nicht, warum Leute auf ihren privaten Windows-Rechnern Sachen wie Online-Banking oder PayPal benutzen. Im Prinzip sind alle Windows-Rechner, die nicht professionell gepflegt werden, infiziert. Es ist nie sicher, irgendeine Einkaufsseite oder irgendwas zu benutzen oder auch nur seine E-Mails auf seinem Rechner zu lesen. Für Firmen ist das eine andere Sache. Wenn das eine Hardware-Firewall gibt und wenn es da ein Team von IT-Leuten gibt, die sich darum kümmern, den Viren freizuhalten und das Netzwerk sicher zu halten, ist das schon okay. Aber als privates Windows würde ich sagen, als privates Betriebssystem ist Windows für Anfänger viel zu kompliziert, sich damit auseinanderzusetzen. Wo ist denn eigentlich, wo würden Sie da die Grenze ziehen? Wann kann ich sagen, ein System ist professionell administriert und wann nicht? Wenn man eine Firma hat und da Leute dafür bezahlt werden, die sich damit nur damit beschäftigen, immer dass die Updates da sind, dass das Netzwerk sicher ist, dass es eine Hardware-Firewall gibt, die richtig konfiguriert ist, dass das Netzwerk sicher aufgebaut ist. Also als Privatmensch kann man das im Prinzip nicht leisten. Eine Frage zum Online-Banking. Ich habe ab und zu mal bei der Bank nachgefragt, aber nur spaßeshalber, weil ich traue dem Internet fürs Online-Banking überhaupt nicht. Die sagen, ihre Programme, ihre Software sei für Linux nicht zugänglich. Man müsse Windows benutzen. Ja. Stimmt das? Also es kann natürlich sein, wenn die Bank eine bestimmte Software bereitstellt, um Online-Banking zu machen, also wenn man es nicht über ein Web-Interface macht, dass es dann halt nur für Windows programmiert ist. Weil es natürlich 90% ihrer Kunden Windows-Nutzer sein werden, leider. Ist natürlich verständlich, dass sie leider nicht so viel Geld in eine Linux- oder macOS-Version investieren. Aber ja, ich würde es halt einfach im Web machen, wenn man nicht unbedingt... Das heißt, man kann an deren Software auch vorbeigehen und trotzdem sowas machen? Man kann Online-Banking normalerweise, also bei den meisten Banken, auf einer Website machen. Wenn man halt nicht irgendwie Anforderungen hat, die nur mit der Software zu lösen sind. Braucht man da nicht wiederum eine End-zu-End-Verschlüsselung, die ja nicht anbieten, weil man denen keinen Schlüssel schicken kann?
Also ich würde sagen, dass es oft über die Website zu machen schon hinreichend sicher ist unter Linux. Und bei Online-Banking würde ich auch fast noch sagen, das kann man auch im Prinzip noch über einen infizierten Rechner machen, weil das ja meistens noch über TANs und sowas, die man sich über SMS zuschicken lässt, im Zweifelsfall gesichert ist, sodass selbst auf einem infizierten Rechner Online-Banking meistens geht. Mhm. So, um mal von dem Sicherheitsthema wegzukommen, also das ist ja nicht für alle ein Argument oder nicht für alle ein überzeugendes Argument. Also generell sehr angenehm zu benutzen ist das Paketmanagement. Statt sich halt auf irgendeine mehr oder weniger vertrauenswürdige Website zu begeben und sich irgendeine Setup-Exe für ein Programm zu besorgen, geht man halt in ein Paketmanagement-Programm und sagt dem, welche Sachen installiert werden sollen, die alle aus den Paketquellen für die jeweilige Linux-Distribution dann runtergeladen werden. Auch alle Abhängigkeiten werden mit runtergeladen, also alles, was dafür notwendig ist. Unter Windows ist es bei manchen Sachen so, dass dann hinterher kommt, ja, diese und jene DLL hätte man jetzt noch gebraucht, muss man halt gucken, wo man die herbekommt. Klar, für jemanden, der sich schon ein bisschen auskennt, ist es jetzt nicht so schwierig herauszufinden, auf welcher Website man halt was runterladen kann, ohne sich irgendwas zuzuziehen, was man eigentlich nicht haben möchte. Aber für so Anfänger ist es eigentlich nicht erkennbar, welche Webseiten sie trauen können und welche nicht, um irgendwelche Software zu installieren. Das Gute daran ist, dass im Gegensatz zu Windows alle Programme darüber versorgt werden mit Updates und nicht nur das Windows an sich oder die Microsoft-Programme, sondern über die ganze Bandbreite. Was auch sehr angenehm ist, sind Meta-Pakete, die dann sagen, wenn man dieses Paket installiert, werden folgende Programme alle mit installiert. Das kann halt nützlich sein, einerseits, wenn man halt mal eine ganze Reihe von Spielen zusammen installieren möchte, installiert man zum Beispiel KDE Games und hat die dann alle auf einmal, muss nicht jedes einzelne installieren. Oder wenn man halt eine bestimmte Programmiersprache entwickeln will, gibt es meistens ein Meta-Paket, das dann einerseits den Compiler, andererseits eine Entwicklungsumgebung und sowas zusammen installiert. Auch was gerade für Nutzer, die sich nicht so intensiv mit ihrem Computer beschäftigen wollen, viel einfacher ist das Programmmenü. Also hier, wenn man die Anwendung hat, sind die halt nach ihrem Zweck sortiert. Zum Beispiel Büroprogramme oder irgendwas oder Grafikprogramme. Und nicht wie unter Windows, wo das in dem Menü nach den Herstellern sortiert ist. Man hat halt dann Ordner der und der Hersteller. Wenn man halt nicht vorher schon weiß, was es war, wie soll man es rausfinden? Also hier ist das schon, gerade für jemanden, der erst so einen Computer irgendwie mal entdeckt und irgendwie mal was probieren will, ist das schon viel besser. Und es gibt auch immer eine Beschreibung oder einen Zweck. Also steht dabei quasi, was es ist. Also hier steht jetzt halt, es ist ein Zeichenprogramm, es ist ein Bildschirmfotoprogramm oder sowas. Und nicht nur, ja, es ist ein K-Snapshot und wenn man nicht weiß, was das tut, dann hat man halt Pech. Dann hier eine Reihe von Leuten, also das war teilweise auch für mich relevant, also eine Reihe von Leuten benutzt Linux zum Spielen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so logisch, weil es natürlich auch Gründe gibt, Windows zu benutzen, um zu spielen, weil es eine ganze Reihe Spiele gibt, die unter Linux einfach nicht laufen. Aber meine Mutter hat zum Beispiel lange Xubuntu benutzt, weil es da ein tolles Mahjong drauf gibt. Und sie hat irgendwie 10 verschiedene Mahjongs für Windows durchprobiert, aber keins ist so toll wie das auf Xubuntu. Und dann hat sie halt Xubuntu benutzt. Ich war lange Admin in dem Linux-Pool von der Mathe-Informatik-Fakultät, wo ich studiert habe. Und wir haben immer gesagt, wenn wir mal Frozen Bubble deinstallieren, wird die Auslastung des Pools sofort um 50% sinken. Also es sind tatsächlich Studenten dorthin gekommen, um Frozen Bubble zu spielen. Ich habe lange Windows-Linux parallel laufen gehabt, damals noch Fedora, inzwischen halt Kubuntu, und habe das meiste auf Windows gemacht, aber halt immer mal zum Spielen, also K-Blackbox und sowas, K-Network, dafür habe ich dann Linux jetzt gestartet. Und wir Admins im Pool haben immer gerne Tetris gegeneinander dort gespielt, was man halt unter Windows nicht so einfach im Netz gegeneinander machen kann. Ja. Dann, das sind so verschiedene Sachen, die ich dann auch unter Windows vermisse. Das sind so verschiedene Usability-Sachen. Also ich fange mal an mit mittlerer Maustaste kopieren. Um das mal zu zeigen, wenn ich halt hier irgendwas, ich habe es nur markiert, ich habe jetzt nicht Rechtsklick kopieren oder Steuerung C und ich drücke die mittlere Maustaste irgendwo anders, dann wird es halt direkt kopiert. Das passiert mir auch unter Windows immer, dass ich das mache und irgendwo hinrücke und dann mich wundere, warum nichts passiert. Aber das ist schon sehr angenehm.
Ja. Die dritte Maustaste ist bei den neueren Geräten ja meist weggefallen, auch bei den Laptops. Also ich habe hier das Mausrad gedrückt. Und wenn man die beiden Tasten gleichzeitig drückt, simuliert das auch das Drücken der mittleren Maustaste, wenn man nur zwei hat. Auch bei Windows? Bei Windows glaube ich nicht. Also kann man mal probieren, vielleicht kann man es irgendwie einstellen. Also ich glaube, wenn aber okay, Geräte, die nur zwei Tasten haben, beide gleichzeitig. Ja, also ich habe jetzt hier auf dem Touchpad, wo es keine mittlere Maustaste und kein Mausrad gibt, beides zusammengedrückt, das hat jetzt auch Paste ausgelöst. Das ist toll. Ja, aber so eine Maus mit dem Mausrad, das Mausrad nach unten drücken, das dürfte auch unter Windows gehen, aber... Ja. Dann was sehr angenehm ist, also so magnetische Ränder, jetzt nicht nur die Bildschirmränder an sich, das gibt es ja inzwischen auch unter Windows, aber wenn man irgendwie zwei Fenster nebeneinander anordnen möchte... Ein zweites Fenster. Damit man das mal sieht. Wenn ich die, manchmal braucht man halt, dass Sachen sehr nah, dass sie halt nicht so ein bisschen und nicht so ein bisschen, sondern nur so dran sind und die schnappen hier ran. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, aber wenn ich nur in die Nähe gehe, dann jumpt das so und hat sich an den anderen Rand angelehnt. Also wenn man öfter irgendwie Sachen macht, wo man mehrere Fenster zusammen braucht, ist das schon einfach Zeitersparnis, das irgendwie ordentlich hinzubekommen. Dann gibt es mehrere Desktops, also ich gehe mal hier auf einen anderen. Ich habe jetzt halt diese Programme auf dem ersten Desktop laufen, auf dem zweiten Desktop habe ich jetzt noch nichts laufen, ich könnte da aber auch eine andere Gruppe von Programmen starten. Und ich kann auch die Programme auf einen anderen Desktop schieben. Das kann man unter Windows auch erreichen mit Zusatzsoftware, die aber kaum jemand verwendet. Unter Linux ist das Standardfunktion schon so ungefähr immer gewesen. Also kann man sich zum Beispiel auf einem, wo man arbeitet, auf einem anderen vielleicht ein Chatprogramm oder sowas laufen haben. Was ich sehr angenehm finde, wenn ich die Programme nicht beende und neu starte, dann starten die Programme wieder. Das ist unter Windows ziemlich nervig, da schaffen es die neueren Windows-Versionen gerade mal einen Ordner vielleicht wieder zu öffnen, vielleicht auch nicht. Und damit hört es aber auf, Programme starten nicht von selbst wieder. Also wenn man das nicht möchte, kann man das unter Linux auch abschalten, aber das Normalverhalten ist, dass die Session gespeichert wird und meine Programme wieder da sind. Aber wo wir gerade beim Thema Neustarten sind, das muss man unter Linux so ungefähr nie machen. Im Prinzip braucht man es nur für einen neuen Kernel. Und beim Treiber kommt es drauf an, bei manchen Treibern muss man neu starten. Bei normalen Software-Updates oder sowas oder Installationen muss man das nicht. Während unter Windows ist ja so, Microsoft Office Word hat ein neues Sprachpaket installiert. Starten Sie bitte den Rechner neu. So, was? Also... Das passiert nicht so oft. Unter Windows wird man zwar auch ermutigt, so Sleep oder Hibernate zu benutzen, also dass man irgendwie, wenn man die Austaste drückt, geht er nur in Schlafmodus, aber langfristig ist das dann meistens nicht so gut. So spätestens nach einer Woche merkt man dann, dass irgendwelche Programme nicht mehr richtig laufen oder abstürzen oder irgendwas nicht richtig tut. Man muss ihn doch mal wieder neu starten. Während man so ein Linux kann man halt auch mal Tage, Wochen, Monate, Jahre lang durchlaufen lassen. Das ist nicht so schlimm. Irgendwann kommt dann ein Kernel-Update, dann sollte man schon mal neu starten. Es ist prinzipiell auch möglich, Kernel-Updates ohne Neustart durchzuführen, aber ich sage mal, es ist nicht so für einen Privatanwender. Das würde man halt auf dem Server machen, weil man den Server nicht so gerne neu starten möchte. Ja. Angenehm an Linux ist, dass man sich aussuchen kann, was für eine grafische Oberfläche man möchte. Unter Windows ist ja so, ja, wenn man halt Windows 7 hat, dann hat man halt dazu diese Windows 7 Oberfläche und Ende. Vielleicht hat man so ein bisschen Variationsmöglichkeiten, ob man da irgendwie eher oder nicht eher benutzt oder sowas in der Richtung, aber dann war es das. Unter Linux kann man sich das je nach Distribution aber meistens sehr frei aussuchen. Also die grafische Oberfläche, die ich hier drauf habe, das ist halt KDE. Hat gewisse Ähnlichkeiten mit Windows insofern, als man halt ein Startmenü sozusagen hat und sowas und die Buttons hier ähnlich angeordnet sind und so. Es gibt aber halt auch noch viele andere. GNOME, inzwischen noch Unity für Ubuntu, das ist in der alten Version von dieser Präsentation noch nicht drin. XFCE hat auch noch den vollen Funktionsumfang, ist halt eher so für ein bisschen ältere Rechner auch noch gut geeignet, aber es benutzen auch viele Leute, die einen modernen Rechner haben. LXD ist dann für Rechner, die, keine Ahnung, von 1999 sind oder so, die können damit halt noch flüssig laufen. Dann gibt es noch andere grafische Oberflächen. Man kann halt einfach, man kann die meistens auch nebeneinander installieren, beim Starten, beim Einloggen
sich aussuchen, welche man gerne haben möchte. Wenn man also irgendwie sich mit jemandem aus der Familie einen Rechner teilt, kann auch jeder eine andere Oberfläche benutzen. Das ist kein Problem. Und dann kann man halt einfach ja, sehen, was man halt angenehmer findet. Möchte man, dass sich da das System so oder so verhält? Möchte man, dass man halt hier so Widgets einfügen kann oder ist einem das egal oder so? So. Bei KDE generell, ich muss mal ein bisschen reinzoomen, weil ich es nicht so gut erkennen. Gut, also gibt es mehr Einstellungsmöglichkeiten. Bei anderen grafischen Oberflächen variiert es immer mal ein bisschen. Zum Beispiel gibt es hier weitere Knöpfe. Also statt dem halt schließen, maximieren, minimieren, gibt es hier auch noch so auf allen Desktops. Also wir hatten ja vorhin gesehen, wenn ich auf einen anderen Desktop gehe, laufen da diese Programme nicht. Ich kann aber, wenn ich ein Programm überall haben möchte, kann ich halt sagen, das läuft jetzt überall. Und es ist halt so angepinnt. Und ich kann so ein Programm im Vordergrund halten, dann muss ich mal ein kleineres Programm in den Vordergrund setzen. Und ich sage, das ist jetzt immer im Vordergrund. Wenn ich jetzt was anderes anklicke, bleibt das trotzdem hier davor. Also ich das hier, ich habe jetzt den Fokus hier drauf und hier was angeklickt und das bleibt da. Ist für einen Ordner sicherlich meistens nicht so nützlich, aber zum Beispiel, wenn man ein Video schaut und will vielleicht seinen Browser im ganzen Bildschirm haben, da irgendwas lesen, dabei in einem kleinen Fenster ein Video laufen haben, dann habe ich das immer im Vordergrund gehalten und schiebe es halt so vor dem Browser hin und her, dass es mir nicht den Text zudeckt, den ich gerade lesen will. Das ist sehr nützlich und kann man unter Windows meines Wissens überhaupt nicht erreichen. Dann ist hier noch eine Funktion Einrollen. Das gab es bei alten Macs mal und manche Leute mögen das noch sehr gern. Dann hat man halt nur noch diese Titelleiste sozusagen. Wenn man die Buttons nicht haben möchte, kann man sie halt wegmachen. Beziehungsweise standardmäßig sind die auch gar nicht alle da. Und man kann sich, es gibt sogar noch weitere Sachen, die man sich hin konfigurieren kann. Also hier Bildschirmränder, Fensterdekoration, Knöpfe einrichten. Da kann man halt auch sagen, wo die sein sollen. Zum Beispiel hatten Sie ja mal das Problem, dass die von Atari, glaube ich, kamen und dann das X... Überall, also Comparex beim Amiga, auf dem C64. Überall war das X zum Schließen links oben. Wenn man das halt nicht gewöhnt ist und das X ist rechts oben, da muss man halt minimieren oder maximieren, schließt man sich halt ständig Programme. Und dann kann man hier halt, kann man halt sagen, ja, dann möchte ich halt das X lieber links oben haben, dann ist es halt links oben. Ja, also wenn ich jetzt Anwenden drücken würde, würde sich das auf allen Programmen ändern. Also das kann sich dann jeder aussuchen, wie er es gerne haben möchte. Die Standardeinstellung ist aber so, dass es, also für KDE ist sie so, dass es ist, genau wie unter Windows. Ja, man kann die Designs anpassen, ob man hier das farbig hervorgehoben haben möchte oder nicht und sowas. Man kann hier, wenn ich hier auf der Titelleiste rumscrolle, wechselt es halt zwischen den verschiedenen Fenstern. Das kann man auch machen, dass das, wenn man über den Fenstern scrollt, dass das wechselt. Kann man aber auch ausschalten, wenn man das nicht möchte. Was ich ganz interessant finde, statt nur insgesamt maximieren, ne, kann man auch sagen, man möchte nur in eine Richtung maximieren, indem man mit der mittleren Maustaste, also dem Mausrad, oder mit der rechten Maustaste draufklickt, dann wird es halt in eine Richtung maximiert. Kann bei manchen Programmen ganz nützlich sein. So. Und man kann konfigurieren, was passieren soll. Also auch was passieren soll, wenn man doppelt draufklickt. Der Standard ist, zumindest per KDE, dass es sich verhält wie unter Windows, doppelklicken maximiert. Wenn es sich stattdessen einrollen soll oder irgendwas anderes tun, kann man das auch haben. Okay. Dann, wenn man, kann man das noch erkennen, ich glaube, ich muss mal wieder größer. Wenn man die Alt-Taste gedrückt hat und dann Dinge mit der Maus tut, kann man nützliche Sachen tun. Zum Beispiel, normalerweise muss man ja die Titelleiste anfassen, um ein Fenster zu verschieben. Aber manchmal ist die Titelleiste vielleicht nicht erreichbar. Und dann hat man halt ein Problem. Oder das Fenster ist einfach zu groß und man kann es nicht komplett sehen oder sowas. Dann kann man halt, wenn man die Alt-Taste gedrückt hat, halt irgendwo anfassen und dann kann man das verschieben. Muss nicht an die Titelleiste rankommen. Und wenn man jetzt auch Alt drückt und jetzt die rechte Maustaste verwendet, dann muss man nicht hier genau die Ecke bzw. den Rand erreichen, um das zu ziehen. Gerade wenn man vielleicht so ein bisschen Grobmotoriker ist, ist das ja manchmal sehr nervig, genau diese Kante zu erwischen. Wenn ich jetzt Alt drücke, dann muss ich den Rand nicht erwischen, dann kann ich auch irgendwo die Größe ändern. Also Alt, rechte Maustaste. Ja. Alt, mittlere Maustaste, Wechsel zwischen den Fenstern, das habe ich gerade versehentlich ausgelöst vorhin.
Unter GNOME sind die Tastenkombinationen, also es ist zwar auch Alt und irgendwas mit der Maus tun, aber ich glaube, die Kombination ist gerade vertauscht. Müsste man dann mal ausprobieren. Jeps. So. Ja. Ja, zwischen verschiedenen Fenstern wechseln. Also eine Sache ist mal, also ich meine, man kann hier natürlich so eine Fensterleiste haben und zwischen diesen verschiedenen Fenstern hin und her wechseln, muss man aber nicht. Man kann zum Beispiel, hier habe ich meine Maus jetzt in die Ecke bewegt und habe die Fenster entweder von dem aktuellen Bildschirm oder von allen Bildschirmen drauf und kann dann halt eines auswählen. Das, also manche Leute löschen sich ihre Fensterleiste und benutzen halt diese Leiste hier und machen andere Sachen da rein, mehr Buttons oder irgendwas, weil sie es halt nicht mehr brauchen, weil sie nie wieder hier unten hinklicken, weil sie immer nur über diese Funktion gehen. Man kann auch hier so, wenn man über Alt-Tab geht, das kann man, also einerseits ist es ganz hübsch, das andere ist, man kann das auch konfigurieren, da gibt es wohl mindestens 5 verschiedene Möglichkeiten. Das ist für einige Leute anscheinend extrem wichtig. Also ich meine, Vista, als das rauskam, hat das ja damit Werbung gemacht, dass sie bei Alt-Tab, dass das irgendwie einen hübschen Effekt gemacht hat. Das kam ja sogar im Fernsehen. Und ich meine, ich war auch in irgendeinem Laden für Computer und dann irgendwie so ein Kind, die Mutter an den Computer gestellt, da schau, Alt-Tab, und es ist toll, war halt ein Vista. Und unter Linux sieht das noch hübscher aus, man kann es noch mehr einstellen. Die Fensterecken, also eine Fenstereckenfunktion hatte ich schon gezeigt. Ich habe halt in der einen Ecke die Fenster des aktuellen Bildschirms und der anderen die von allen. Das ist in dem Fall das gleiche, weil ich keins auf dem anderen laufen habe. Ich habe hier alle Bildschirme anzeigen, also diese 4 Bildschirme. Und hier habe ich halt so einen Drehwürfel drauf. Natürlich ist der praktische Nutzen von solchen Drehwürfeln darauf beschränkt, sie beim Messen fortzuführen, wie diesem Linux-Tag. Ja. Generell kann man das alles konfigurieren, man kann also auch entscheiden, wenn man Alt-Tab macht, soll das jetzt nur die Fenster von dem aktuellen Bildschirm zeigen oder von allen Bildschirmen oder sowas. Also Desktops. Okay. Hier diese Fensterleiste hier unten, wenn man nur einen Bildschirm und nur einen Desktop hat, macht es keinen so großen Unterschied. Aber wenn ich halt 2 Bildschirme habe und mehrere Desktops, dann kann ich mir halt aussuchen, möchte ich jetzt halt die von allen Bildschirmen oder nur von dem. Vor allen Dingen, wenn ich halt 2 Bildschirme habe, kann ich auf beiden getrennte Fensterleisten haben, wenn ich das möchte. Dann sage ich halt nur die von dem aktuellen Bildschirm anzeigen, die von dem anderen nicht. Vielleicht nur die von der Arbeitsfläche oder die von allen und sowas. Das macht mir die Arbeit doch schon sehr viel leichter. Unter Windows kann man, glaube ich, nur eine Fensterleiste haben, die sind halt auf einem Bildschirm und da sind alle Fenster drauf und Pech, das war's dann. Man kann auch sagen, man möchte nur die minimierten, weil an dem offenen kommt man so ja eher leicht dran. Dann generell hier diese Kontrollleiste, also das Ganze, jetzt nicht nur die Fenster. Man kann alles, was da drin ist, hin und her schieben und auch entfernen. Wenn ich mein Startmenü lieber rechts haben möchte und die Uhr lieber links, kann ich das halt so tun. Vor allen Dingen ist das nützlich, wenn ich halt 2 Bildschirme habe. Und vielleicht möchte ich die Uhr nur auf einem haben und das K-Menü auf beiden oder umgekehrt. Das K-Menü benutze ich eh nur immer auf meinem rechten Bildschirm, aber Uhr und Fensterleiste möchte ich auf beiden haben oder sowas. Ich könnte auch sagen, ich mache eine Leiste oben und eine unten. Auf die oben mache ich nur diese Symbole zum Starten und unten mache ich halt das mit der Uhr und den ganzen anderen Symbolen hier oder so. Oder halt, wenn man möchte, kann man sich auf alle 4 Ränder seines Bildschirms mit Fensterleisten voll machen und halt auf jedem irgendwas anderes haben. Dafür ist es natürlich notwendig, dass man das komplett konfigurieren kann. Man kann auch alle diese Objekte rausnehmen. Man ist nicht verpflichtet, irgendwie eine Uhr zu haben oder ein Startmenü oder irgendwas. Man kann die Höhe frei einstellen. Das ist wieder für Menschen, die eine Maus nicht so exakt bewegen können, von Vorteil. Ich kann hier die Breite einstellen. Zum Beispiel passiert es mir öfter, dass ich hier in die Ecke gehe. Dann habe ich diese Funktion ausgelöst, obwohl ich eigentlich auf das K-Menü wollte. Ich kann also machen, dass das nicht bis ganz in die Ecke geht, die Leiste, dann habe ich das K-Menü da, dann löse ich nicht versehentlich diese Funktion in der Ecke aus. Ja, man muss es ja angenehm konfigurierbar. So.
Aber dynamische Breite ist auch möglich. Also man hat das hier so ein bisschen gesehen, dass ich hier so verschiedene Regler habe. Und ich kann hier so eine Minimal- und eine Maximalbreite einstellen. Und dann halt, je nachdem, wie viel Platz er gerade braucht, wird die Leiste kleiner und größer, wenn man das haben möchte. Muss man aber nicht. Man muss die auch nicht zentrieren. Man kann die auch sagen, die ist rechtsbündig oder linksbündig. Das ist auch in Ordnung. So. Ja, Menüs. Also wir hatten ja vorhin schon gesehen, dass das K-Menü 1000-mal toller ist als das Startmenü von Windows. Man kann es sich aber auch viel besser konfigurieren. Wenn man das klassische Menü nimmt, kann man halt sogar alles konfigurieren, nicht nur die Favoriten oder sowas, sondern insgesamt, wie es aussieht. Es ist insofern angenehmer zu benutzen, als die Mausbewegungen kleiner sind. Wenn ich hier auf Büroprogramme gehe, geht das nicht irgendwie nach rechts auf und ich muss dann mit der Maus da irgendwo rübergehen, sondern das scrollt halt in dem Platz, dann kann ich halt da was auswählen. Es gibt verschiedene alternative Programme. Also wenn ich hier Mini-Programme hinzufüge, kann ich halt alle möglichen Sachen hinzufügen und halt auch das K-Menü ist halt ein Mini-Programm. Ich kann also, wie gesagt, ein klassisches K-Menü oder so ein Lancelot-Menü oder sowas einstellen, die dann halt irgendwie anders reagieren oder anders aussehen, das anders aufgeteilt haben. Kann man sich halt was aussuchen, was einem gut passt. Hier, wenn man auf irgendwas draufklickt, kann man auch gleich zur Arbeitsfläche, zur Kontrollleiste hinzufügen. Man kann auch sich in den Hintergrund von dem Desktop, statt solchen Sachen kann man sich auch halt einbetten, dass man dort so eine Art Startmenü drin hat, wenn man das gerne haben möchte. So. Man kann auch, wenn man mehrere Menüs haben will, also ich habe oft K-Menü und Lancelot-Menü nebeneinander, hier jetzt gerade nicht, weil manchmal das eine, manchmal das andere angenehmer zu benutzen ist. Ah ja. Also viele Leute, die ich gefragt habe, warum sie auf Linux gewechselt haben, als Grund dafür angegeben Vista. Ein vollkommen legitimer Grund. Also es lief ja auch auf Netbooks gar nicht und dann gab es eine Zeit, wo man tatsächlich Computer mit Linux drauf in normalen Läden kaufen konnte, weil halt auf dem Netbook nichts anderes lief. XP lief der Support aus, Vista ging nicht und Windows 7 gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also der Grund, weshalb ich jetzt wirklich ernst mache, ist Windows 7. Vista hatte ich zum Glück gar nicht. Windows 7, also da gibt es irgendwelche, also es wird dadurch sicherer gemacht, dass Programme signiert sein müssen. Dadurch können aber zumindest manche kostenlose Software gibt es einfach dann nicht mehr, weil das Geld kostet, diese Signierung zu haben. Das war wohl auch für manche Leute dann gut, auf Linux zu wechseln, weil es einfach bestimmte Software nicht mehr gab. Habe ich aber erst kein konkretes Beispiel, welche Software betroffen ist. Ja, Kompositionstaste, sehr schöne Sache. Also unter Windows, wenn man jetzt, also kann man gerade noch so E mit Akzent oder sowas schreiben, das geht noch, oder A mit Akzent, aber wenn man dann irgendwie so ein N mit einer Welle drüber für Spanisch oder sowas haben will, muss man entweder über so Alt und drei Ziffern eingeben oder man muss es aus so einer Map rauskopieren oder so, oder halt das ganze Layout wechseln. Unter Linux kann man halt eine Compose-Taste festlegen, da kann man sich auch aussuchen, welche Taste man benutzt. Meistens irgendwelche unnützen Tasten wie Caps Lock oder die Windows-Taste oder diese Menü-Tasten, also sowas, was man eh nicht benutzt. Und dann drückt man die, lässt die aber auch wieder los. Und zum Beispiel für N mit einer Welle drüber gibt man halt ein N. Ja, muss ich mal gucken. N und dann die Welle ein. Und dann hat es halt diese Buchstaben kombiniert. Oder das nächste ist halt auch. Ich drücke meine festgelegte Compose-Taste, drücke O, den Slash, und dann hat es das halt kopiert. SZ wird man, glaube ich, durch Doppel-S eingeben, halt für Leute, die halt keine deutsche Tastatur haben. Und da gibt es halt, kann man im Prinzip so alles, was man so an Zeichen sich denkt, irgendwie durch irgendwelche sinnvollen Kombinationen und nicht halt durch Alt plus 0138 auf dem Ziffernblock, was man auf dem Netbook ja eh nicht drauf hat, eingeben wie unter Windows. Auch, dass man die nacheinander eingibt und nicht gleichzeitig drücken muss, ist auch ziemlich angenehm. Dadurch hat man auch die Möglichkeit, No-Dead Keys einzustellen. Also wenn man möchte, dass beim Drücken von Akzent, vor allen Dingen so Dach oder sowas, gleich dieser Akzent erscheint, weil man es zum Beispiel fürs Programmieren bei manchen Sachen braucht, in der Bash oder so, kann man das einfach so einstellen. Man hat immer noch die Möglichkeit, halt eben mit Akzent einzugeben und Wörter wie Kaffee oder so ordentlich zu schreiben. Hier mit Alt-GR
sind halt nicht nur wie unter Windows halt so 3-4 Tasten belegt, also so Add schreiben und sowas, sondern es ist quasi jede Taste, die es auf der Tastatur gibt, hat auch eine Alt-GR-Belegung oder fast jede. Also hier habe ich einfach mal Alt-GR gedrückt und auf der Tastatur rumgehämmert. Das sind ein paar Zeichen, die dabei rauskommen. Da kann man also auch viele Sachen viel einfacher schreiben. Vor allem kann man das sogar frei festlegen? Das nicht. Also man könnte halt weitere Tastatur-Layouts definieren, aber jetzt nicht so trivial, also nicht so, was so ein normaler User durch irgendwo hinklicken machen würde. Aber man könnte halt quasi wie eine weitere Sprache definieren und sagen, das sind jetzt die Tastaturbelegungen dafür oder sowas. Oder beziehungsweise nicht ganz eine Sprache, ein weiteres Tastatur-Layout definieren für eine Sprache. Dann könnte man das ändern. So. Ja, Shell-Skripte sind besser als Batch-Dateien unter Windows. Es lassen sich viele Sachen besser automatisieren, flexibler. Und bestimmte Sachen, also viele Sachen kann man auf der Konsole auch viel einfacher lösen. Das ist wohl auch für viele Leute ein Grund, eher Linux zu benutzen. So. Dateimanager. Also das sind auch viele Funktionen, die ich dann, wenn ich mal Windows benutze auf Arbeit, doch arg vermisse. Also ich zeig mal hier den Dateimanager. Ich kann halt einfach den Teilen dann halt hier irgendwo anders hin navigieren. Dann kann ich halt viel einfacher die Sachen verschieben und sowas. Auch schon, dass ich einfach so wechseln kann, finde ich gut. Ich habe hier überall die Anzeige, auf der Festplatte ist jetzt halt noch so und so viel frei. Wenn ich halt hier in den Basisordner gehe, bin ich auf einer anderen Partition. Die hat halt einen anderen Platz frei, sehe ich sofort. Ich kann hier die Größe ändern. Das ist gut für Leute, die halt nicht so gut sehen können. Ich kann hier Tabs öffnen. Darauf muss Windows, glaube ich, immer noch warten. Dann habe ich hier, ich kann hier wechseln zwischen einer, also auch auf triviale Weise wechseln zwischen einer Ordneransicht und halt einer, wo ich halt sicher mal so eine Art Favoriten habe und halt die aktuell eingesteckten USB-Sticks und sowas. Ich kann das ja auch ändern, wenn ich das halt lieber hier haben möchte, weil hier mein Bildschirm nicht so breit ist, dann habe ich das halt dort, dann habe ich die halt alle übereinander. Ich kann die aber auch zum Beispiel so anordnen, das ist jetzt auf dem Netbook-Bildschirm, weil er so eine niedrige Auflösung hat, jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber auf dem großen Bildschirm kann das sehr angenehm sein. Früher konnte man die auch noch frei schweben lassen, aber das haben sie dann weggemacht, weil das so auch ein bisschen sinnlos war. Ich kann die auch über Tastenkombination aktivieren, diese zusätzlichen Views. Also hier, wenn ich F7 drücke, geht das an und aus und sowas. Und hier kann ich eine Konsole haben, die mir auch in den aktuellen Ordner wechselt. Also wenn man mal kurz eine Sache ausführen will, geht das schon. Für längere Skripte sollte man schon eine richtige Konsole aufmachen. Etwas, was ich ganz doll vermisse, wenn ich Windows benutze, ist, was ich hier so filtern kann. Wenn ich jetzt also sage, hier habe ich jetzt mal zwei Buchstaben eingetippt, jetzt sind nur noch die Wörter, nur noch die Sachen angezeigt, die diese Buchstaben enthalten. Hier halt W, weil es hier Web enthält, das Wort. Unter Windows passiert wahrscheinlich, dass ich Steuerung I drücke und filtern will. Ach Mist, geht nicht. Ich muss wieder irgendwie Suchfunktion, dann geht das aber auch wieder in die Unterordner und so. Und macht nicht so das, was ich möchte. Das bezieht sich nur auf den Dateinamen, nicht auf die Inhalte. Das ist nur der Dateiname. Und natürlich kann ich auch die Inhalte durchsuchen, wie unter Windows. Aber das ist jetzt nur ein Filter nach Dateinamen. Ich kann hier aussuchen, ob ich mal das als eintippbaren Fahrtnamen haben möchte oder ob ich das so zum Anklicken haben will. Ich kann das als den Standard ändern. Ich kann das mit einem Klick halt dazwischen beiden hin und her switchen. Ich kann hier auf die Ordnerteile draufklicken, entweder auf den Ordner oder auf das dazwischen und kann halt dann in andere Ordner wechseln. Kann halt hier sagen, was gibt es an parallelen Ordnern dazu, die halt in dem Unterordner liegen. Split, Spalten, Tabs, ja. Das Abdockbar geht jetzt nicht mehr, das ist Absicht. Okay. Man kann in manche Ordner, Dateimanager, Remote-Sachen, also alles also integrieren, als wäre es lokal, also auch so FTP und sowas, das geht alles im Conqueror. Hier kann man jetzt nicht FTP im Dolphin direkt reinlegen, aber so Remote-Ordner, so wie unter Windows, kann man hier auch mit direkt anzeigen. So. Ja, das ist von da. So. Ah ja.
Was auch angenehm ist, Druckertreiber sind gleich dabei. Man muss für einen Drucker nicht irgendwo die CD mit dem Druckertreiber raussuchen. Das kommt natürlich eher auf den Drucker an. Also so neuere Drucker, so über USB, die lassen sich ja meistens bei allen Betriebssystemen anstecken und geht gleich. Aber unter Linux ist auch einfach eine lange Liste von Treibern mit dabei. Also Druckertreiber, Drucker sind manchmal unter Linux leichter zum Laufen zu bringen als unter Windows, wenn man die CD verloren hat. Unter Linux sind alle persönlichen Einstellungen im Home-Verzeichnis und sie sind Dateien. Also ich zeige das hier mal. Wenn ich jetzt hier Ansicht und die versteckten Dateien anzeige, sieht man plötzlich viel mehr Ordner. Die beginnen mit einem Punkt, dadurch sind sie versteckt. Und dann habe ich halt hier für Dropbox oder irgendwas halt so Einstellungen. Unter Windows ist es halt gemischt. Es gibt ein paar Sachen, die in so einem Anwendungsordner drunter liegen. Für die das auch so ist, aber viele Sachen liegen halt auch in der Registry. Und dann kann man schlecht ein Backup machen, man kann das schlecht auf einen anderen Rechner übertragen und sowas. Man hat halt viele Schwierigkeiten dadurch. Und ja, hier kann man halt nach einer Neuinstallation, hat man die Sachen gleich wieder, und muss nicht irgendwelche Sachen in die Registry irgendwie reinhacken dann, was ja immer ein bisschen Risiko ist. Wenn man mehrere Rechner gleich installiert, kann man auch so die Einstellungen dann übertragen. Also ich habe jetzt für das Netzwerk Asyl in meinem Ort halt so 20 Rechner identisch installiert, die dann auch verliehen werden und so zum Deutschlernen verwendet. Dann konnte ich die halt habe ich halt das Home-Verzeichnis genommen und kopiert auf den anderen Rechner und waren die Einstellungen halt gleich und ich musste nicht noch irgendwas rumfrickeln da dran und von Hand einstellen. Ja, das Mounten, also das ist so das Einbinden von weiteren Laufwerken, ist besser unter Linux. Also wenn man halt einen USB-Stick einsteckt, externe Platte oder irgendwas, dann erscheint die halt in einem Ordner und es ist nicht, je nachdem in welcher Reihenfolge man die USB-Sticks, so eine Festplatte und irgendwas eingesteckt hat, ist das einmal F, das nächste Mal ist es aber G oder irgendwas und dann funktionieren die Pfade nicht und sowas, sondern das ist dann ich sag mal ordentlich geregelt alles. Man hat halt nicht dieses Chaos, was man unter Windows oft hat. Dann unter Windows gibt es zwar auch Verknüpfungen, aber die sind für den Menschen. Da kann er draufklicken und eröffnet sich dieses Programm oder dieses Programm oder dieser Ordner. Aber diese Softlinks oder Symlinks unter Linux werden auch von Programmen verstanden. Man muss also, ja, wenn es halt irgendwie ein Programm, das in einem bestimmten Ordner sucht, kann man halt einfach diese Verknüpfung anlegen und dann findet das, obwohl das in einem anderen Ordner liegt. Verknüpfungen unter Windows können das nicht leisten. Man braucht nicht defragmentieren. Die Art und Weise, wie die Dateien verteilt werden, das ist ein anderer Mechanismus. Ein Grund, warum mehrere Studenten bei uns Linux benutzt haben, ist, weil sie das unter Windows zum Beispiel nicht hinbekommen haben, die Pathvariable einzustellen. Ist zwar auch jetzt nicht unendlich schwer und es gibt Anleitungen dafür, aber unter Linux ging es halt einfach. Java installieren, das war da. Und sie mussten nicht irgendwie rausfinden, wie sie das jetzt machen müssen, dass halt der Compiler gefunden wird, weil das Linux das halt kann. Generell viele Sachen mit Programmieren sind einfacher zu lösen unter Linux. Vielleicht nicht alle, aber ja, viele schon. Okay, das mit den Konfigurationsdateien passt so ein bisschen mit dem, was wir vorhin hatten, dass die halt als Textdateien sind. Man kann die leichter ein Backup machen, man kann sich das leichter merken, als in welchem Registry-Key man irgendwas reinschreiben muss. Man kann sie leichter an andere Leute weitergeben. Man kann Sachen auf der Konsole editieren, das ist nützlich, wenn irgendwie die grafische Oberfläche mal nicht mehr startet oder sowas, oder wenn man was auf dem Server machen will. Und es gibt eine große Auswahl von Texteditoren. Ja, selbst wenn man jetzt noch irgendwie, also einfach nur irgendwas in einem einfachen Texteditor haben will, ist ja erstmal unter Windows hat man erstmal halt dieses Notepad. Das macht halt viele lustige Dinge, zum Beispiel wenn irgendwo etwas an den Rand von dem Fenster kommt, dann bricht das halt erstmal um, aber wenn man dann Speichern gedrückt hat, ist das plötzlich ein harter Zeilenumbruch. Das führt natürlich bei Konfigurationsdateien zu sehr lustigen Effekten. Da kann natürlich diese Zeilenumbrüche am Rand ausmachen, dann passiert das nicht, aber da muss man halt immer nach rechts scrollen. Also, und man denkt ja auch nicht unbedingt, dass aus einem weichen Umbruch, der nur am Bildschirmrand ist, plötzlich ein harter werden könnte. Und zum Beispiel jetzt die meisten Texteditoren, aber zum Beispiel jetzt der Standard-Editor von Kubuntu, ist halt Kate. Der hat halt, macht natürlich erstmal nicht solche komischen Dinge und hat halt zum Beispiel Syntax-Highlighting für viele Sprachen. Man kann auswählen, ob das jetzt UTF-8 oder ISO 8859 als Encoding hat, also ob die Umlaute richtig dargestellt werden.
Man kann halt viel besser suchen und ersetzen, also zum Beispiel mit regulären Ausdrücken. Und vor allen Dingen kann man Sachen rückgängig machen und zwar nicht nur einen Schritt wie bei Windows oder Notepad. Ja, Brennsoftware dabei, das ist heute nicht mehr so relevant, weil man kaum noch CDs brennt. Amarok war anscheinend für einige Leute ein Grund, Windows zu benutzen, weil dieser Musikplayer einfach ihnen viel mehr gebracht hat als alles, was sie an kostenlosen Musikplayern unter Windows finden konnten. Man hat, also Grafikprogramme können ein Grund sein. Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie so als Grafik-Noob würde man halt unter Windows jetzt MS Paint und unter Kubuntu zum Beispiel Color Paint benutzen, ist einfach vom auch von den Buttons, die man so hat, alles ziemlich ähnlich. Aber selbst dieser ja, triviale Grafikeditor kann schon mehr unter Linux als unter Windows. Zum Beispiel kann der halt transparente Hintergründe und mehr Formate, nicht nur BMP, kann mehr als 3 Schritte rückgängig machen. Und das ist dann halt schon angenehmer. Und als neuer User will man sich halt nicht mit irgendwelchen schwierigen Grafikprogrammen befassen, die halt nur um so minimale Sachen hinzubekommen. Dann so ein mittleres Grafikprogramm ist halt Krita, was noch, ich sag mal, auch für normale Menschen ohne Studium benutzbar ist, aber halt schon viel mehr kann. Und dann halt, wenn man halt eher so auf dem Niveau geht im Vergleich zu Photoshop, würde man halt GIMP benutzen. Das kann halt alles. Man kann halt auch so einen GIMP-Shop drüber installieren, so eine grafische Oberfläche, dass es mehr aussieht wie Photoshop. Und es ist halt kostenlos. Dann PDFs. Unter Windows, wenn man noch frisch installiertes Windows hat, hat man ja nicht mal irgendwie einen Reader drauf, um PDFs anzuzeigen, das man erst runterladen. Man hat, und Linux ist ja gleich dabei, man hat mehrere zur Auswahl. Dann haben die Linux-Reader meistens gewisse Funktionen nicht, was einen dann meistens freut. Zum Beispiel können die meistens nicht damit umgehen, wenn irgendwelche Sperren auf diesen PDFs draufgehen, die es verhindern, dass da der Text rauskopiert wird oder sowas. Das ist wirklich sehr traurig, dass es diese Funktionen nicht gibt. Mit K-Office, beziehungsweise jetzt heißt es CalligraOffice, kann man PDFs auch editieren in einem gewissen Rahmen. Und das OpenOffice, was jetzt LibreOffice heißt, kann es zumindest exportieren, während man unter Windows meines Wissens immer noch Zusatzsoftware installieren muss, um PDFs generieren zu können. Irgendjemand hatte mir gesagt, dass er oder sie auf Linux gewechselt ist, weil da Skype stabiler lief. Kann ich jetzt für mich persönlich nicht bestätigen, das lief auf beiden gleich gut, aber für manche Leute war es anscheinend so. Ja, Instant Messenger, es ist halt gleich einer drauf, wenn man halt so ein frisches Linux installiert oder zum Beispiel, wenn man eins von einem Live-CD oder Live-USB-Stick bootet, das kann halt von Vorteil sein. Man hat sehr viele zur Auswahl, die sind meistens werbefrei. Man kann dann meistens sehr viele verschiedene Dienste in einem Messenger vereinbaren und man hat Möglichkeiten, Services zu benutzen, die nicht mitlesbar sind. Die kann man natürlich auch unter Windows benutzen. Das ist ja so, gehört allgemein das, den Bereich freier Software mit rein. Generell, wenn Programme unter Linux abstürzen, führt das sehr selten dazu, dass das Programm irgendwie mit abstürzt. Selbst wenn irgendwie die grafische Oberfläche mit abstürzt, und dann laufen die anderen Programme meistens immer noch und die startet dann meistens auch von selbst wieder neu, während unter Windows häufig dann schon alles zu Ende ist. Blue Screen of Death. Unter Linux kann man CDs, also ISO-Images, behandeln, als wären sie eine CD. Das geht unter Windows auch mit Zusatzsoftware. Und hier geht es halt einfach so, es ist halt Standard. Man hat halt Möglichkeiten eingebaut, die Checksummen zu berechnen. Dann weiß man halt, ob man Sachen richtig kopiert hat, richtig runtergeladen hat. T-Timer. Irgendjemand fand das ganz, also ich finde das Programm auch ganz toll. Und vielleicht nicht so toll, dass man deswegen nur allein auf Linux wechseln würde. Aber gerade wenn man so Probleme hat, dass man halt immer mal wieder im Internet und vergisst, dass man eigentlich ja in 5 Minuten was Dringendes machen muss, die Pizza aus dem Backofen nehmen oder vielleicht einfach mal irgendwas anderes als Internet tun, dann kann man sich halt hier so Timer einstellen, dass man in 5 Minuten daran erinnert wird, dass man das tun wollte. Videos. Es sind Programme gleich dabei. Und dann sind da auch die Codecs, also wenn man so ein Metapaket dafür installiert, sind die gleich mit dabei. Während ich dann Probleme hatte, dass ich Videos Leuten von unter Windows weitergegeben habe, die dann plötzlich, kann ich nicht abspielen. Dann erstmal so, sie brauchen DivX. Dann so, ach nein, für dieses Video brauchen sie jetzt XVID und für das nächste brauchen sie noch, das können sie nur mit VLC-Player anzeigen, weil der normale Windows-Player kann keinen H264. Während ich ja unter Linux nichts davon gemerkt habe, dass es irgendwie solche Probleme gibt, weil nachdem ich einmal es installiert hatte, ging alles. Während man unter Windows häufig irgendwie auf DVDs noch eine Software dabei hat, nur um Videos abspielen zu können.
weil Leute das nicht automatisch haben unbedingt. Ich glaube, das mit der besseren 64-Bit-Unterstützung stimmt inzwischen nicht mehr. Das war mal eine Weile so, dass Linux mehr Programme hatte, die dafür schon umgebaut waren. Und inzwischen hat Windows das auch alles. Ja, da ich sehr häufig Virtual Machines unter Windows klone auf Arbeit, geht mir diese Zwangsregistrierung extrem auf den Geist, weil das irgendwie als Hardware-Tausch für das System vorkommt. Da man unter Linux nichts registrieren muss, hat man das Problem nicht. Also auch wenn man irgendwelche neue Festplatten oder irgendwas einbaut, es geht immer noch alles. Und es irgendwie ein Pop-up kommt, na, ist das jetzt ein echtes Windows? Wollen Sie nicht doch mal nochmal hier diese Hotline anrufen und irgendwelche Codes eingeben? Ah ja, ein Vorteil ist natürlich, dass es kostenlos ist. Das kann natürlich auch ein Grund sein, auf Linux zu wechseln. Pinguine sind viel niedlicher als diese komischen Windows-Logos. Deswegen sollte man unbedingt Linux benutzen. Das mit der Uhr ist inzwischen unter den neueren Versionen von Windows jetzt anscheinend an Linux angeglichen worden. Dass man halt hier, wenn man auf seine Uhr draufklickt, einen Kalender hat, ist inzwischen so, und dass man das auch sehr frei einstellen kann. Aber ich glaube, dass Linux immer noch mehr Möglichkeiten hat. Also man kann auch sogar analoge Uhren einstellen und sich da beliebig drin vergnügen, die Farben und ob man Sekunden haben will oder die Zeitzone oder nicht und Fett oder Kursiv oder Schatten oder nicht oder so. Genau. Hat man sehr viele Möglichkeiten. Clipper. Das ist auch was ich unter Windows immer sehr vermisse. Ich habe hier dieses Ausschneidewerkzeug und ich habe halt hier die ganzen letzten Sachen drin, die ich kopiert habe. Also so, ich weiß nicht, letzten 10 oder sowas. Und wenn ich eine neue Sache kopiere, ist das letzte weg und ich komme da nicht wieder ran. Bei einem frisch installierten Windows sind gleich ein paar Programme dabei, um ZIP-Dateien, RAR-Dateien und sowas zu erzeugen und zu entpacken und sowas, während man das unter Windows immer noch nachinstallieren muss. Es ist ein Scan-Programm dabei, wobei Scanner sind schon ein bisschen schwieriger unter Linux. K-Touch ist ein Programm, um blind tippen zu lernen, womit man halt das trainieren kann und ist natürlich für Linux typisch kostenlos. Da war auch schon mal jemand bei Linux, beim Linux-Tag, der mir gesagt hat, ja, sie sind deswegen auf Linux gewechselt, weil es dieses tolle Programm gibt und unter Windows nur kostenpflichtige Programme oder Programme, die schlechter waren. Es ist einfach eine Scan-Software dabei, man muss die halt nicht nachinstallieren. Also hier ist ScanLite dabei. Aber mit dem Treiber kann je nach Scanner schon ein bisschen schwieriger sein. Am besten Dollar kaufen. Okay. Es sind Download-Manager dabei, man muss die nicht nachinstallieren. Man kann mehrere Leute parallel laufen lassen. Also wenn ich hier Nutzerwechsel mache, könnte ich mich mit einem zweiten User einwechseln und dann mit Steuerung Alt F7, F8 zwischen den beiden Usern hin und her wechseln. Verschieben. Einen User muss ich haben, die kriege ich nicht mitgeliefert. Ein User ist mit installiert, also wenn man neu installiert, hat man einen User schon angelegt. Wenn man sich weitere User anlegen möchte für seine Familienmitglieder, muss man halt weitere User anlegen. Verschieben, kopieren, verknüpfen. Kann ich mal zeigen. Wenn ich hier ein Bild nehme und das hier halt in einen anderen Ordner habe, dann werde ich halt gefragt, will ich das verschieben oder kopieren oder verknüpfen. Während das geht unter Windows auch, wenn man das mit der rechten Maustaste macht, aber das weiß niemand. Deswegen verschiebt man es halt irgendwo hin, dann hat man halt Glück oder Pech. Also meistens, wenn es eine andere Partition ist, hat das Windows das kopiert. Wenn es auf derselben war, hat es verschoben. Ob man das nun wollte oder nicht, ist dem jetzt ziemlich egal. Es gibt Live-CDs, Live-DVDs, Live-USB-Sticks zum Installieren, aber auch zum Testen. Um davon Daten zu retten, neu zu partitionieren, um einfach mobil unterwegs immer das gleiche System zu haben, während der Installation weiterarbeiten zu können. Das geht wohl, also ein bisschen kann man das bei Windows machen, zumindest installieren vom USB-Stick geht da inzwischen auch, wenn man sich ein bisschen anstrengt, aber so richtig Live-Systeme will immer noch nicht. Man kann relativ gut auf externen Festplatten installieren, was aber auf Windows immer noch ziemlich schlecht geht. Sachen sind besser aufeinander abgestimmt, also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Distribution hat und lauter KDE-Programme oder halt lauter GNOME-Programme oder sowas benutzt, dann arbeiten die ziemlich gut miteinander. Man könnte seine eigene Distribution erstellen, wenn man dazu Lust hat. Die Installation ist sehr schnell, also schneller als Windows, also ungefähr 30 Minuten, das ist sogar übertrieben, ich würde jetzt sagen 15 bis 20 Minuten. Und wenn man dann alles konfiguriert, also so für neue User, die das nicht selber können, brauche ich vielleicht so 2 Stunden, wenn ich dann jede Einstellung dann mit denen durchgehe. Das ist sehr viel schneller als Windows. Aus diesem Grund hat mein Mann auch Linux, ich hatte versehentlich sein Windows kaputt gemacht, dann war nicht mehr genügend Zeit, das neu zu installieren, dann habe ich ihm halt ein Linux installiert, seitdem hat er Linux.
Ich wusste ja nicht, dass der Restore Point nicht kein wirklicher Restore Point ist bei dem Windows. Dann war es halt kaputt. Es war keine Absicht. Ich habe das nicht vorhergesehen. Ich wollte eigentlich nur so ein Windows XP SP da installieren. Knotes sind diese Desktop-Notizen. Kann man durch Zusatzsoftware unter Windows auch erreichen, aber hier ist es halt gleich da. Also wenn ich halt irgendwas kopiere, dann macht er mir halt eine neue Notiz hin. Ja. Die kann ich halt auch ändern, die Farbe ändern, wie man sieht. Ich kann die auch rumrotieren und alle möglichen Dinge damit tun. Der Taschenrechner ist viel besser unter Linux, finde ich auch sehr angenehm. Also man kann halt nicht nur immer eine Funktion sehen, was man als letztes eingegeben hat, halt plus 3 durch 2, sondern man sieht alles, was man eingegeben hat. Man kann auf die nächste Version upgraden. Das wird bei Windows immer versprochen, dass das auch geht. Ob das so ist, ist immer mal in Frage zu stellen. Oder es gibt immer das umgekehrte Problem, dass auf Windows 10 gradet es sich von selber ab, ohne dass es fragt. Mini-Programme hatten wir schon ein bisschen gezeigt, dass halt alle Sachen, die ich hier habe, jedes einzelne Symbol, die Leiste an sich, die Uhr an sich, sind alles Mini-Programme. Dann auch alle Sachen, die ich auf dem Desktop habe. Dieser Ordner ist ein Mini-Programm, diese Batterieanzeige ist ein Mini-Programm und sowas. Oder Plasmoid oder Widget, wie man es halt nennen möchte. Hat man halt sehr viele Möglichkeiten. Also beliebt sind so welche, die Wetter anzeigen oder wenn man mit Leuten aus anderen Zeitzonen redet, dass die halt die Weltzeit anzeigen. Man findet netten Support auf Mailinglisten, Chats, Foren, Wikis, wo die Community mit dran arbeitet. Oder auf netten Veranstaltungen wie Linux-Tagen. Windows-Tage gibt es, glaube ich, noch nicht. Ein Grund, auf Linux zu wechseln, ist für viele Leute, dass Linux natürlich viel cooler ist als Windows. Vor allen Dingen so als Informatikstudent kann man sich ja mit einem Windows-Rechner überhaupt nicht sehen lassen in der Uni. Die versteckten Dateien lassen sich leichter anzeigen. Also ich hatte es ja vorhin schon mal demonstriert, aber ich kann zum Beispiel auch Alt und Punkt drücken, dann geht das auch sehr einfach, während unter, oder halt hier über Ansicht, während unter Windows muss man irgendwo in die Einstellungen dann irgendwo tief auswählen, jetzt die versteckten Dateien mit anzeigen. Dann muss man da wieder reingehen, um die wieder unsichtbar zu machen. Nicht schön. So. Das überspringe ich mal. Dann zwei Versionen von IE parallel installierbar. Das war für einen Webentwickler ein zwingender Grund, Linux zu benutzen. Da gab alles andere, so Chrome und Firefox und sonst was, Safari, kann er ja alles parallel unter Windows testen. Aber er musste das auch für alle Versionen von Internet Explorer 5.0 aufwärts irgendwie seine Website testen. Und kann unter Windows aber nur einen Internet Explorer haben und nicht 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 und so weiter. Und unter Linux kann er über Wine verschiedene Internet Explorer-Versionen parallel haben und kann alles testen. Also macht er gerade für Internet Explorer seine Webentwicklung unter Linux. Okay, Snapshot. Also man kann natürlich auch unter Windows Zusatzsoftware installieren, die das auch kann, aber hier so, also ich mache Bildschirmfotos und wenn ich jetzt halt hier sage, ich möchte halt hier nur einen bestimmten Bereich und mache ein neues, dann kann ich halt hier so einen Bereich ausschneiden und dann kann ich halt nur von dem Bereich ein Foto machen. Das kann man mit den Standard-Bordmitteln von Windows nicht direkt, da ist halt der ganze Bildschirm immer drauf. Ja, das überspringen wir auch mal. Kein versehentliches Umbenennen von Dateien. Wenn man halt die Dateien hier irgendwie anklickt unter Windows, passiert das sehr leicht, dass wenn man auf den Text klickt, dass der dann halt editierbar ist und dann, wenn man irgendwas tippt, dann ist plötzlich der Dateiname weg oder geändert und sowas, das passiert einem halt hier nicht, weil das, wenn man da draufklickt, dann wird das nicht ausgelöst, diese Funktion. Ja, das hatten wir vorhin schon mal gemacht, darüber geredet mit dem Mausrad. Unter Excel, also das ist ein nicht direkt Linux, LibreOffice kann man ja auch unter Windows benutzen. Excel macht einige merkwürdige Dinge. Wenn ich gerade eine Zelle editiere, kann ich plötzlich kein weiteres Excel daneben öffnen. Die muss ich erst beenden, das Editieren. Ich kann auch keine zwei Excel-Dateien aus verschiedenen Ordnern mit dem gleichen Namen gleichzeitig offen haben unter Windows, weil es einfach geht nicht. Es ist schon eine Datei mit dem Namen offen, tschüss. Und da die neueste Excel-Version hat das wohl nicht mehr, aber die alte hat immer, wenn man das X geklickt hat, alle Excel-Sheets, die man offen hatte, zugemacht. So, verdammt. Da ist einfach LibreOffice besser. Linux kann man auch ohne grafische Oberfläche benutzen, das ist vor allen Dingen für Server gut, während Windows hat immer eine. Dann hatte ich Besucher hier, die sagen, Parley ist so ein Vokabeltrainer, ein sehr guter unter Linux, dass sie deswegen immer Linux benutzen. Irgendjemand hatte K-Geography, da weiß ich aber schon nicht mehr, was das ist. Ich glaube, um so Städte und Länder und sowas zu lernen. Hier, abmelden, sperren und sowas. Wenn ich jetzt hier... Ja, wenn ich ja diesen Knopf hier gerne in der Leiste drin haben möchte,
Mach hier den Knopf. Dann kann ich halt hier sagen, dass ich direkt das hier haben möchte und dann halt hier abmelden oder sowas. Wenn ich da draufklicke, fragt er auch nochmal nach. Also dann sind noch 30 Sekunden Zeit, um das nochmal abzubrechen. Das finde ich auch sehr gut. Bei Windows habe ich schon so oft versehentlich meinen Rechner ausgeschaltet. Also den Symbolen hatten wir auf dem Desktop. Ich mal eins auf den Desktop hinzufügen, um eins zu haben. Zack. Die müssen nicht alle die gleiche Größe haben. Wenn mir manche halt besonders wichtig sind, mache ich die halt besonders groß und andere halt kleiner und kann die dann nebeneinander sortieren, wie ich das gerne hätte. Und natürlich auch wieder gut für Leute, die nicht so gut sehen können oder so. Auf der Konsole kopieren, also natürlich kann man auch in einem MS-DOS-Fenster auch kopieren, aber wer es schon mal gemacht hat, weiß, dass das ein großer Schmerz ist, dass man da irgendwie ein Untermenü erstmal markieren, aktivieren, während hier kopiere ich halt genauso wie irgendwo anders. Das darf man nicht kopieren nennen unter CMD. Ja, also es ist schmerzhaft. Während hier habe ich halt kopieren, einfügen im Menü oder über Rechtsklick. Also Steuerung C geht zwar nicht, weil das ja eine andere Funktion ist, nämlich abbrechen unter Konsole, aber halt Steuerung Umschalt-C geht und halt über Menüs und über mittlere Maustaste ist alles machbar. Und dann kann man halt aus einem Forum einfach eine Anleitung halt rauskopieren in die Konsole und fertig. Systemeinstellungen sind klarer als Systemsteuerung. Ich zeige mal, was damit gemeint ist. Dass man hier halt auch so, ja, sich schon besser durchfinden und durchklicken kann. Und man kann halt hier auch irgendwie besser suchen, finde ich. Ich sage Bildschirm, so was, dann sind halt nur die Sachen, die irgendwo in dem Untermenü davon Bildschirmsachen haben, noch nicht ausgegraut und sowas. Das ist schon alles ein bisschen logischer aufgebaut. So, Folder Views. Hier, ich muss nicht meine Dateien direkt auf den Desktop legen. Ich habe halt hier ein Folder View und ich könnte halt mehrere haben. Ich kann halt hier noch einen separaten haben, nur für meine Bilder oder irgendwas. Und ich kann auswählen, was in diesem Ordner angezeigt wird. Ich könnte auch Remote-Ordner einbinden, würde ich es nicht empfehlen, wegen Geschwindigkeit. Und ich kann die halt so groß oder klein machen, wie ich möchte. Ich kann dafür aussuchen, was ich da haben will oder einen Ordner komplett frei auswählen. Und es muss halt nicht mein Arbeitsflächenordner sein, wenn ich das nicht möchte. Ich kann halt mein Home-Verzeichnis da anzeigen lassen oder so, das mache ich auch meistens. Ja, genau, man kann jetzt scrollen. Ja. Ja, nach einer Neuinstallation ist schon Office schon installiert. USB-Stick sicher entfernen geht und leichter. Also wenn ich hier einen USB-Stick drin habe, kann ich hier direkt sagen, ich will den aushängen. Und unter Windows hat man öfter mal Probleme, dass der einfach sagt, lass nur eine Datei offen, obwohl nichts offen ist. Dann muss man meistens alle Fenster vom Dateimanager schließen, die man offen hat. Und dann kann man es endlich entfernen. Das passiert unter Linux einfach nicht. Also wenn der nicht wirklich eine Datei offen ist, dann behauptet er das auch nicht. Und ich kann den wieder remounten, also ich kann den dann in dem Menü wieder auswählen und nochmal wieder so wieder einbinden, während ich ihn unter Windows rausziehen und wieder reinstecken müsste. Ah ja, und ein guter Grund auf Linux zu wechseln ist natürlich, dass Microsoft böse ist. Okay, ich habe zwar noch ein paar Gründe in der Textdatei, aber die Zeit ist um.